Ja, servus und willkommen zur Gruppentherapie. Ich bin euer Therapeut, Mac Vurago, und diese Therapie hier ist kostenlos. Wir sind hier bei Let's Play Far Cry Prime mit dem lustigen Erkundung spielen und sind dabei, den letzten Hoshi da fertig zu machen. Der da irgendwo da oben unterwegs ist. Wo sich jetzt gerade unser Tigerlein drum kümmert, während ich hier was suche. Die letzte Tröte zu einer. Okay. So, wir haben ja gelernt, die Speere machen meistens Schaden. Okay, der macht doch so großen Schaden, und zwar auf uns. Das ist nicht so cool. Okay, jetzt hauen wir auch mal drauf hier. Eine rechts, eine links und eine von vorne hier. Wollen wir dringend heilen? So, und pam, pam, bum. Und den finalen Schlag gab es dann von oben. Da haben wir das super Bollwerk von den Isilas erstmal zerlegt. Wenn ich dran denke, wie viel Ärger wir beim ersten Versuch hatten mit den Bären, und dieses liest doch super. Okay. Okay. So, damit haben wir einen neuen Verbündeten, der uns zeigt, wie die Bomben gehen. So. Da haben wir noch einen Schritt geschafft. Mal sehen, was wir für die Bombennummer alles tun müssen. Wahrscheinlich dir noch eine Hütte bauen. Weil meistens müssen wir als erstes eine Hütte bauen. Würde mich jetzt überraschen, wenn nicht hier auch. Okay. Neuer Rohstoff wurde gefunden im Belagerungslager. Schön, gut. So, jetzt talken wir mal zu denen. Neue Waffenspezialität Roshani. Genau, was willst du denn haben? Okay, dann erzähl mal Geheimnisse. Okay. Okay, Samen sammeln. Naja, wir sind ja Jäger und Sammler. Okay, Saat der Sonne, Mission zum Kartenmenü hinzugefügt. Das ist doch supi. Ich muss mal gucken, wo wir sind, aber wir sind, glaube ich, im Dorf. Yep, wir sind im Dorf. Und, ja. Wo ist nur das... Ah, da. Sitze ich ja nicht weiter wild, da sind wir schon befriedet alles.
Da können wir auch spontan einfach hinspringen. Dann sollte da auch eine Sammelbox sein. Und dann gucken wir mal bei den Fähigkeiten ran, ob wir genug Punkte haben oder was sinnvoll ist, mit den Fähigkeitspunkten anzufangen. Wenn nicht, dann fangen wir nichts Sinnvolles an und machen trotzdem irgendwas damit. Nur halt nicht sinnvoll. Okay. Hier müssen wir mal umschauen. So. Da ist die Kiste. So, 204. Ja, davon brauchen wir auf jeden Fall was. Da haben wir alles ein bisschen was verbraucht. Oh, Grünzeug haben wir verbraucht. Wir haben ja unseren kleinen Wolf gefüttert. Apropos Wolf, da fällt mir ja gerade noch ein, der hat jetzt einen Namenvorschlag gekriegt. Und weil das der einzige ist und weil der so dämlich ist, dass der wieder lustig ist, nehmen wir ihn. Und zwar unser Säbelzahntiger, unser Weißfleckenwolf. Genau, unser Weißfleckenwolf, der heißt nämlich jetzt Wolfgang. Wolfgang, der Weißstreifenwolf. Ah ne, der Blut-Schneeblutwolf, genau, der war das. Der Schneeblutwolf hat jetzt den tollen Namen Wolfgang. So, das heißt, unser Säbelzahntiger braucht auch noch einen Namen. Wenn ihr da eine lustige Idee habt, fühlt euch frei, der Sache einen lustigen Namen zu geben. So, erstmal sammeln wir mal Lederblume ein und jetzt sollten wir doch mal hier gucken. Wir haben eine ganze Menge an Punkte. So, die Ausruhezeit der Eule senken um 40. Das ist super. Wollen wir auf jeden Fall tun. Und hier, verringert den Schaden, der durch Feuer leidet. Das ist auch super. Das kann nämlich nicht schaden. So, was haben wir da? Nächste doppelte Bombenbauzeugs. So, haben wir denn schon die Fähigkeit, Bomben zu bauen? Nein, haben wir noch nicht erlernt. So. Jetzt können wir hier gucken, wo wir hin müssen. Und zwar, wir müssen nach da. Stil während der Isla-Wettlauf, Samen für den Dorf. Okay. Okay. Dann gehen wir mal Samen stehlen. Weil reinschleichen funktioniert mit der Mietzekatze super, deswegen sollten wir das auch tun. Oh, ich sehe gerade noch was. Handwerk. Ah, hier. Du kannst noch keine Feuer herstellen. Fertige Bomben, alles klar. Können wir doch schon. Hier, wir können das verbessern. Feuerbaum zerspringen beim Aufprall schützt die Gegner im Brand. So, das heißt, wir können sie aber immer noch nicht herstellen, soweit ich das sehe. Ah, doch, hier. 8 Stück Hammer. Das heißt, unsere Eule müsste sie jetzt auch tragen können. Damit sollte das relativ einfacher werden jetzt hier. Okay, da spielen wir nicht, ne? Okay. Erledigt, one hit. So, was ist denn das überhaupt hier? Jaguar. Also, auch irgendwas erledigt. Den da wollten wir haben. Ach ja. Guck, was haben die dabei? Holzpfeile ist super. Und für den Rest haben wir keinen Platz mehr. So, wo ist der andere? Ach, der liegt da in dem anderen Gebüsch. Man muss natürlich auch im richtigen Gebüsch suchen. Dann funktioniert das auch mit dem Finden. Komische Höhne, Vögel hier. Ich erinnere mich daran, wie wir nach den komischen Viechern gesucht haben. Okay. Eine Spur. Stier. Sonne sind nahe. Da muss finden. Okay, und nun? Okay, Übungsgelände erreichen. Das kriegen wir hin. So, ich habe noch keine Ahnung, was uns noch zukommt. Schicken wir unseren Freund los.
Okay. Man könnte natürlich jetzt Folgendes machen. So, da wird sie irgendwie gleich zerreißen. Okay. Keine Winches mehr da. Keine... Jetzt kann ich die Ruhe dieser Ambeutel sammeln. Na, hier stehen sie rum. Kontersprung hier rüber. Tasche bereits voll. Oh, hier haben wir noch Südahorn mitnehmen. So. Die Frage, wo müssen wir jetzt hin? Als nächstes müssen wir nach da. Das heißt, hier lang runter. Oh. So, runtergleiten, öffnen und los geht's hier. So. Ferner Sonnenkreis. So, werden wir trotzdem mal hier reingehen. Und dann doch lieber erstmal da, weil der doch dann näher ist. Fasse die Hose gegangen, ja. Okay. Okay, aua, das macht aua, das ist doof. Ihr wollt spielen, okay. Da habt ihr was zum Spielen. Da. In den Rücken, mein Freundchen. So. So geht das auch hier. Okay, ich weiß, Speere besser und so. Aber hatte ich gerade nicht zur Hand. Und gucken, was sie dabei haben. Tierfette. Trommeln brauchen wir nicht. Wir trommeln auch so. Den auch durchwühlen. Sammelbeutel von ihnen. Oh, lang. Okay. Okay. Damit haben wir den Beutel. Ja, mal ihn haben wir durchwühlt. Ich will den Beutel haben. Ja, also müssen wir erst den Körper wegbewegen, ja. Und aufheben. Das ist ja ein Scheiß, wenn man den Ding kriegt, den Beutel. Oh, weiter in diese Richtung. Mal schauen, wie wir runterkommen. Weil das war ja klar, dass das diesmal schief geht. Aber zum Glück haben wir einen Säbelzahntiger dabei. Tigri macht das schon. Der Tiger ohne Namen übrigens immer noch. Oh. Und aufheben. So, in die Birne. Und da auch. Die haben gar nicht gewusst, was die getroffen hat. Einmal durchführen. Also aus dem Gebiet soll man ja noch kommen. Wo lose ich denn das hin, am besten hinzuentkommen?
zu ihm zurück oder was? Keine Ahnung. Dann gut, dann gehen wir einfach mal hier rüber in Ruhe. Also aber auf alle Fälle, bevor wir in irgendwelches Wasser springen, auf alle Fälle mal das hier machen. Bevor wir von irgendwelchen lustigen Krokodilen überrascht werden, lohnt sich das auf jeden Fall mal, vor sich zu schauen. So. Saat der Sonne abgeschlossen. Oh. Ah, kriegen wir jetzt eine ganze Menge zu tun, würde ich sagen. Und auch wieder Fähigkeitspunkte. So, das heißt, wir sollten auf alle Fälle mal wieder zurückspringen. Ja, hier hin zurückspringen. Weil der hat wieder was für unsere Aufgabe. Damit werden wir uns die nächste Zeit beschaffen hier mit dem Roshina. Dass der unser zeigt, was er so ein Tolles drauf hat. Nachdem wir ihn ja fast zu Brei gehauen haben. So, mal gucken, was das wird. Und dann geht's zu den Udams. Ich denke mal, der große, dicke, fette Uil oder wie der heißt, das wird bestimmt besonders spaßig. Okay. Aber erstmal gehen wir hier lang durch. Hier lang rum und gehen wir zu dem Gefangenen der Isila. Das Dorf müsste eigentlich deutlich größer sein bei 200 Einwohnern. Weil die können ja die alle in der kleinen Hütte hocken. Also, das ist der Krieger. Ich meine, wer backt denn den dämlichen Käfig so weit außerhalb hier? Wenja. Pasta. Wenja Sakuim. Muti Sakush. Kum no Sakuita. Okay. Dam Wenja Damshi. Okay. Wo ist denn das Zeugs? Wie jetzt blind? Ach, da. Nö, kein. Ah, hier. Der will eine hübschere Hütte haben. Na gut, dann kriegt er einen hübscheren Käfig. Okay. Wir haben einen Isila bei uns in den eigenen Reihen. Roshanis Hütte. 100 Belohnung. Ah. Da sind wir gut drauf hier, wa? Ah, da sieht er noch einen Südstein. Wer hätte das gedacht, dass uns mal wieder irgendwelches Zeug fehlt? So. Hat uns das jetzt hier was gebracht? Oh ja. Da können wir dann die Fähigkeitspunkte dann weiter ausbauen und dann wird der super Feuermeister. Okay, dann hören wir uns mal an, was der zu sagen hat. Neue Mission, das ist doch super. Wir haben wieder endlich was zu tun. Die Sonne, ah ja. Mashajra Sur. Wenja Hassar Suchli Smaya da. Okay. Buhai Takar. Aish Wenja Salwata. Sushalain Ha Nama. Aish Musa Palhu. Izila Warista Dacha. Okay. So, das heißt, wir müssen wieder ein paar Winters befreien und er kümmert sich dabei. Okay, die Frage nur, wo müssen wir hin? Zum Glück haben wir hier alles schon ein bisschen aufgeräumt. Das heißt, in der Ecke da oben geht's weiter, deswegen springen wir noch in der Folge nach da. Und beim nächsten Mal werden wir dann die Ventures befreien und hoffen mal Südarm ein bisschen Ressourcen sammeln. Vielleicht haben wir sogar genug Ressourcen jetzt in dem Beutel schon drin, hätte ich auch mal reinschauen können. Aber nichtsdestotrotz, beim nächsten Mal geht's weiter als solches. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Nicht vergessen, Daumen nach oben, abonnieren, wenn ihr das erste Mal da seid. Und wenn ihr Bock auf lustige Fotos habt, dann folgt mir ruhig auf Instagram. Genau, auf Instagram folgen.
Das wäre super. Bis dahin, ich bin MacRurago und sag Servus und Ade.